Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Anscheinend 4 Thieves End hier auf dem PC. Letztes Mal habe ich hier alles runtergeholt. Die ganze Einrichtung hier. Einmal alles runtergeholt und wir machen heute frisch in einer neuen Folge weiter. Okay. So, weg damit. Weg mit dem Mist. Genau. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Okay. Sully, bin dir weit voraus. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Lässt sie sich verbinden. Okay. Sollen wir nachsehen? Okay, dann. Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Es gibt zu viele Kombinationen. Na, schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Oh. Ich hab noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Ach. Dem wollte ich das hier notieren. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Ach ja, Condon nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Okay, die Sterne unten. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Lass mal angucken. Ja, kommt hin. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonny war ein Rotschopf. Ja. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ah, warte. Ja. Nein. Das?
Nein, drückt die ganze Zeit. Das wird zu dem hier. Ja, genau. Naja. Okay. Kann man die da hinten auch nur wechseln, nur durchwechseln? Lange habe ich hochkant gemacht. Nein. Hier habe ich auch so gemacht, ne? Oder wenn man es vielleicht darf man es auch nicht durchwechseln, habe ich mir damit zu einfach gemacht. Geht es vielleicht darum? Warte mal, geht es vielleicht auch jetzt darum? Okay, den habe ich so. Der wäre richtig, der wäre schon falsch. Also, das ist eh okay und der wäre Kopf. Ne? Ich kann nichts machen. Oder kann man ja irgendwas drücken hier? Nee, ne? Weil so passt es nicht. Baldridge. Ist hier nichts weiter, hier auch nichts weiter. Hier mische ich das durch. Warte mal, machen wir es mal so, wie wir es eben hatten. Eben haben wir, ich glaube, das einen Anfang gestellt, ne? Wir könnten, ja warte, das ergibt doch Sinn. Stell doch das hier an den Anfang. Warte, ich habe eben... Nein. Das hier, dann drehe ich das mal. Aber cool gemacht, damit das aber so vortesten kann. Naja, gut, passt, das war tatsächlich nur zum. Und dann. So.
so rum. Genau, von rechts nach links. Ah. Okay. Nein. Genau. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das sind. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Nada. Ja. Nada so? Nada. Das hätten wir. Oh, mein Handy. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Ja. Aha. Alter, der hat echt viele Prüfungen eingebaut. Das vielleicht? Nee. Das check ich nicht. Das. Nada. Nada. Wir waren die immer ganz klar zu finden, ne? Ich sehe es auch nicht, oder ist jetzt irgendwo. Na. Was hier? Na. Der war so ein bisschen wieder aus der Arktis, ne? Nada. 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 Oben. Hä?
Ich sehe es auch nicht. Jetzt mal ernsthaft, ich sehe es nicht. So. Warte mal. Barrierefreiheit. Gibt's ja wieder. Da brauchen wir, glaube ich, nicht. Mist. Sonst werben wir hier mit Sehbehinderungen und Dingen, dass man die Kontaste schon einstellen kann. Geht das hier nicht? Ich habe gehört, es geht hier. Also in der Originalversion geht das, glaube ich, nicht. Weil auf der PS4, aber ich hatte auf PS5 oder auf PC geht's auch. Nada. Es kann doch nicht sein. Wo ist das? Hier sieht man das sofort. Ach, deswegen. Kann man ja auch nicht sehen. Oder? Weil überall den 2. Weil hier ist in der hier die Mente auch. Vielleicht. Aber hier fällt ja eins fehlt. Nee, da muss ich kurz gucken, Leute, wie das geht.
Dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich gucke kurz. Bis gleich. Ja gut, ich hab's gefunden. Hier. So. Also, das habe ich nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, ob man so gut war. Ich habe gedacht, weil, okay. Sorry, das habe ich echt nicht gesehen. Dann spielen wir wieder unser bekanntes Spielchen. Wir formulieren das mal vor. Nein. Gucken mal, was würde passen? Würden die beiden, warte mal. Nee, weil das könnte. Hier noch drei, hier noch drei, hier noch drei. Nein, ah. Oh. Steuerung davon echt weird. Doch, das könnte passen, oder? Nein. Er ist jetzt irgendwie verdreht. Oh. Ey, ich finde die Steuerung jetzt komisch. Nee. Das wollte ich jetzt eigentlich. In der 3, ja, in 3. Ja, das passt zusammen. Ja, könnte passen. Nein. Ich glaube, es könnte gehen. Ja, ist ja gut jetzt. Ey, die Steuerung von diesem Buch, ne? Ist irgendwie ein bisschen weird. Du verdrückst sie die ganze Zeit. Oder ich zumindest. Also, gut. Diese Delfin-Dinger da, das Gesicht zeigt richtig. Das hier zeigt dahin. Und. Das ist es dann. Ist er wohl. Nee, ist nicht ganz richtig, weil das. Warte mal. Oh Mensch, jetzt mach doch mal, die ist bescheuert. Die Steuerung ist echt eklig, ne? Von den Dingern hier. Das hier passt aber. Wenn du das hier machst. Nein, oh. Ey. Nee, passt nicht. Oh, das passt. Das passt. Okay. Was denn? Ich hab doch. Alter Mensch! Oh. Die steuern sich eklig davon, ne? Ja, aber durch die ganze Zeit. Warum klebt das eigentlich nicht daran? Also so, also. Ne, ich weiß ja nicht, ne? Und ganz genau, Nein! Oh, ich verrück mich die ganze Zeit, ne? Diesem komischen Rätsel, ja. Jetzt hör doch. Oh. Ey. Nein! Jetzt drückt doch nicht irgendwas.
Mensch, ey, was ist die ganze Zeit im Scheiß? Genau. Alles so, wie es hatte. Die beiden passen. Die beiden passen doch. Die beiden passen. Es würde wieder noch die Kombi passen, ne? Wenn er das nicht, aber wenn ich das so mache. Das würde auch passen. Dann machen wir so und dann gucken wir mal, okay? Nein, Alter, Leute. Ey, das macht ja Ehre, ne? Die Steuerung davon. Was? Ich will keinen Hinweis für eine vernünftige Steuerung. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Warum darf man sich ja nicht mal mehr Zeit nehmen, wirklich? Das ist ja gut, das drehe ich dann mal so rum. Hä? Oh, jetzt nervt doch nicht die Kerne. Jetzt geht das schon wieder los, ne? Aber mit dem Generve, ob du einen Hinweis möchtest, ne? Ich hab's wieder verstanden, Spiel, dass du mir Hinweise geben willst. Aber man kann doch auch mal selber probieren. Oder wenn man es möchte. Und irgendwie. Ich finde irgendwie, das ist irgendwie weird. So. Geht denn auch das hier vielleicht? Irgendwas? Na gut, sonst würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Folge an. Dann machen wir hier nächste Folge einfach weiter. Ich wollte ganz gerne aufhören. Hallo? Genau, das scheint irgendwie tatsächlich noch mal ein Tick längeres Rätsel zu werden. Machen wir in der gemütlichen nächsten Folge. Haben wir heute mal ein bisschen Rätsel, ein bisschen ruhigere Folge gehabt als sonst. Na gut. Beim nächsten Mal, morgen wird es dann bestimmt ein bisschen actionreicher weitergehen. Mal gucken, wie es morgen weitergeht. Ich habe nicht gedacht, dass wir noch ein bisschen hier dran sitzen, aber ist ja auch vollkommen okay. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Und auch wenn es heute ein bisschen ruhiger war, ein bisschen was anderes. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann machen wir es nochmal in Ruhe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Pirates. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.